Ja, moin moin und herzlich willkommen hier wieder zu einer neuen Folge von LS17, dem Landwirtschaftssimulator. Ja, wir sind die LS19 Profis und wir freuen uns wieder mega, dass du eingeschaltet hast. Ja, heute, irgendwas habe ich im Mund. Okay. Heute werden wir ein Feld erstellen. Das haben wir, habe ich in der letzten Folge angekündigt. Schon mal, das ist unten beim Wald die große Wiese, die werden wir jetzt umpflügen und ein großes Feld erstellen. Da springen wir jetzt erstmal im LKW im Trecker rein. So, da sind wir schon. Da haben wir den 1050er Fendt und den kleinen Flug hier, also den blauen von Lemken. Das geht am einfachsten. Ja, wenn hiermit mache ich jetzt nur die Umrandung, ne, und den Rest machen wir dann mit dem großen Flug. Ja, hier mache ich jetzt erstmal nur die Umrandung. Also ist das komplette Feld hier, also quasi die Wiese, sag ich mal, werden wir jetzt komplett umpflügen. Und da hinten um die Ecke des Waldes haben wir auch noch eine kleine Fläche, eine kleine Rasenfläche, die werden wir dann ebenfalls umpflügen. So, jetzt ziehen wir erstmal hier oben jetzt eine Linie hoch. Komplett hoch. Wir lassen aber hier an der Seite ein bisschen Platz. Da wir dann um das Feld dann auch dementsprechend herum rumfahren können. Da wir auch mit Fruchtzerstörung arbeiten. Ja, dass der Drescher dann auch eine Möglichkeit hat, dann hier zu wenden. Dementsprechend lassen wir hier ein bisschen Platz. Ich gehe mal davon aus, wenn wir jetzt die Umrandung gemacht haben, dass der Helfer dann dementsprechend den Rest umpflügt. Also ich bin mir nicht ganz sicher, aber zu 90% bin ich mir aber da sicher, dass der Helfer dann dementsprechend, wenn wir die Umrandung jetzt gemacht haben, umpflügen. Die komplette Wiese umpflügt. Also ich gehe mal davon aus. So, wir werden jetzt das mal einmal ringsrum fahren. Ne, also komplett einmal rum. Also hier kriegen wir schon jede Menge Ertrag raus aus dem Feld. Aus dem erstellten Feld jetzt, was wir hier machen, was wir jetzt hier erstellen. Da kriegen wir jede Menge Ertrag raus. Und das werden als erstes dann Sojabohnen sein. Dafür kriegen wir am meisten Kohle. Und die verkaufen wir dann nächstes Jahr im Sommer. So, einmal hier jetzt lang pflügen. Besser mache ich das mal in der Außenansicht, dann sehe ich das ein bisschen besser. Bisschen, so, das reicht. So, jetzt gehen wir von der Seite. Und ziehen hier eine Linie. So. Ah, die nehmen wir noch mal ein bisschen mit hier, die kleine Ecke. So, dann drehen wir den Flug und fahren dann in eine andere Richtung und ziehen dann hier die Linie hoch.
Wie gesagt, hier lassen wir auch ein bisschen Platz. Hier an der Seite lassen wir auch Platz, damit eine Wendemöglichkeit besteht für die Fahrzeuge. Und wie wir das, die Schneise machen, mal gucken. Also wir fahren, nee, wir fahren erstmal, wir machen erstmal hier eine Linie hoch, damit wir dann halt wissen, bis wo wir flügen können. Hier, ja. Aber normalerweise könnten wir das ja auch anpassen. Das können wir ja auch anpassen. Das können wir auch machen. Das ist ja, oh, das ist ja kein Problem. Dann passen wir das Ganze nämlich an. Den flügen wir hier drumherum. Dann machen wir erstmal durch die, fahren wir erstmal durch die Schneise. Aber da würde ich aber auch lieber gerne Platz lassen. Ein bisschen. Das war dann quasi ja, wie machen wir das? Aber von anderer Seite kann man doch. Da hinten ist auch eine. Ist da hinten keine Straße? Doch, müsste doch. Müsste auch eine Straße sein, oder? Da hinten. Müsste doch auch ein Zugang sein. Ein Zugang des Feldes. Dann können wir nämlich. Ja, da hinten gibt es auch eine Straße. Dann können wir nämlich die Schneise komplett umpflügen. Genau, dann werden wir jetzt Folgendes machen. Dann werden wir hier nämlich hier so schräg an die Bäume dran gehen. Und werden wir hier so nicht ganz nah an die Bäume, aber so etwa, wenn wir dann hier lang flügen. Weil dann kommt man nämlich nicht mit der Seemaschine dann in Bedrängnis, ne? Wenn man hier einsieht, kommt man hier, fährt man nicht hier gegen den Baum, sage ich mal. Oder der Drescher, der kann dann auch dementsprechend hier besser dann lang fahren. Es sei denn, man macht die Bäume weg, aber die sehen so schön aus, die können wir ja auch stehen lassen. So. Wenn wir hier runterfahren, dann werden wir dann links hochfahren. Werden wir eine Kurve reinfahren. Eine Kurve auf. Ah, können wir eine Kurve reinfahren. Können wir so eine kleine Kurve reinfahren. Bisschen langsamer. Ja, an den Bäumen lassen wir auch noch ein bisschen Platz. Andere Seite genauso. So, wenn wir hier auch eine kleine Kurve reinfahren. Ah, ist etwas ein bisschen größere, aber
Ja, das ergibt natürlich sehr, sehr viel Ertrag, ne? Auf jeden Fall. Also das lohnt sich schon, das Feld hier umzupflügen. Und ist natürlich umsonst, ne? Ist ja klar. Das darf man natürlich auch nicht vergessen. Ist quasi umsonst. Wir brauchen uns kein Feld dazu kaufen und haben trotzdem, ohne irgendwas auszugeben, ja, ein großes Feld. Ein richtig großes Feld. Hier geht es noch ein bisschen schräg. Ganz hoch möchte ich nicht. Das ist ein bisschen doof beim Einsehen. So, dann wenn wir hier an der Schräge oder besser gesagt an den Abhang vorbeipflügen. Ja, das ergibt richtig viel Ertrag hier, auf jeden Fall. Also das lohnt sich schon richtig. Das gibt gut Kohle. Auf jeden Fall. Na, mal sehen, hier links, hier vorne gleich links, kommt ja auch so eine kleine Schneise. Und da haben wir ja auch eine Grünfläche. Mal sehen, ob wir das auch umpflügen. Aber wir machen das erstmal hier. Wir werden das erstmal hier machen. Und dann gucken wir mal, ob der Helfer dann hier dementsprechend umpflügt. Aber ich denke mal schon, er müsste das eigentlich machen. Weil es existiert ja schon hier quasi eine Umrandung, ne? Wo das Feld dann schon quasi eingezeichnet ist, sage ich mal. Und deswegen dürfte der Helfer hier jetzt gleich selbstständig loslegen und dann pflügen. Aber ja, lassen wir hier auch noch ein bisschen Platz, falls wir die drüben nichts umpflügen, dass wir dann hier auf der Seite langfahren können, quasi. Und lassen wir erstmal dementsprechend hier auch noch mal ein bisschen Platz. Dann werden wir da unten auch, ja, können wir auch eine Kurve reinfahren oder reinpflügen. Braucht ja nicht eckig sein, ne? Können wir ja eine Kurve reinpflügen. Das ist ja kein Problem. So, pflügen wir hier auch eine Kurve rein. So, das ist dann quasi jetzt unser Feld, also quasi jetzt einmal rundherum gepflügt. Wenn wir das jetzt noch gerade ziehen und verbinden. Und dann gucken wir mal. Also der Helfer müsste auf jeden Fall gleich loslegen und selber dann pflügen.
selbstständig. So. Gucken wir mal, ob er das macht. Normalerweise müsste er das machen. Wenn nicht, dann müsste er. Nee, macht er nicht. Macht er nicht, aber auf der Gold Quest Valley war das anders. Macht er nicht. Macht er nicht, macht er nicht. Ja gut, dann müssen wir das halt alleine machen. Dann holen wir erstmal fix den großen Flug. Ja, dann holen wir erstmal den großen Flug. Ich hab gedacht, dass er das macht. Aber naja, ist halt nicht so, ne? So, dann fahren wir eben hier kurz zum Shop. Ja, wie gesagt, also ob wir die hier dann, die könnten wir natürlich auch umfügen, ne? Die Wiese hier ist auch schon relativ groß, sage ich mal. Aber die könnten wir natürlich auch nutzen, wenn wir, weil wir haben ja eh so sonst so keine Wiesen, ne? Ah, doch, doch 26. 22, ja gut, aber die kosten natürlich auch Geld, ne? Und wenn wir jetzt die Wiese halt lassen, für später für unsere Schafe und Kühe, dann brauchen wir dementsprechend auch kein Feld dafür kaufen. Dann lassen wir das mal so. Dann pflügen wir nur das große Stück, also das große, die große Wiese um. So, der kann erstmal weg. Und der große. Wo haben wir den großen? Da haben wir den großen. Also mit dem arbeite ich am liebsten, mit dem großen. Das ist mein Lieblingsflug. So. Na, den Rest können wir dann auch in der Innenansicht fahren. Mir war halt nur wichtig, dass es halt gerade wird, ne? Die Umrandung. Schade, dass man hier vorne nicht hier drüber kommt oder dass das hier keine Brücke ist, aber wir können ja uns wahrscheinlich mal eine eigene Brücke bauen. Mit Hackschnitzel. Das geht natürlich auch. Eine eigene Brücke bauen. Das geht auch. So, dann wollen wir mal den Flug ausklappen hier. Feld erstellen an. Fliegt da? Ja, der fliegt. Gut, auf geht's. Pflügen, 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 pflügen. Ja, aber wie gesagt, also wenn mal zwei oder zu dritt wären, dann würde es natürlich ganz viel schneller gehen. Das ist ja klar. Aber wir sind ja auch nicht meistens, nicht immer alle da, oder die anderen zumindest nicht, ne? Aus arbeitstechnischen Gründen, ne? Ist ja auch verständlich. Heute habe ich mal sehr, sehr, sehr früh Feierabend. Also es kommt bei mir auch ganz selten vor, dass ich mal ganz früh Feierabend habe. In der Speditionsbranche ist das manchmal. Kommt das selten vor, sag ich mal, ne? Also. Da arbeitet man in der Regel immer länger in der Speditionsbranche.
Und wo andere mal Betriebsurlaub haben oder Sommerloch oder keine Ahnung was. Aber das gibt es bei uns nicht. Also das gibt es bei uns gar nicht. Das gibt es bei uns nicht. Ja, der fährt aber auch nur, ach doch, 14, 14 fährt er. Oder 11, oh, jetzt fährt er weniger. 11. Normalerweise müsste er, der 1000er fährt, müsste normalerweise mehr Power haben wie der 900er. Also der 900er zieht mit 14 oder 15 auf gerader Strecke. Ich weiß nicht, warum der 1000er das jetzt nicht macht. Normalerweise müsste er keine Probleme damit haben. Ja, bald wird dann auch geerntet. Dauert ja auch nicht mehr lange. Wir haben ja schon Sommer. Wird auch nicht mehr lange dauern, bis wir hier ernten können. So. Ja, mit dem Flug schafft man halt mehr, ne? Also bin ich der Meinung. Also manche fliegen gerne mit dem blauen. Ne? Also ich nutze den blauen halt nur, um die Umrandung dann zu flügen. Ne, damit es dann vernünftig mal ein bisschen gerade ist. Und ja, den Rest fliege ich dann immer mit dem großen. Ist halt besser. So, dann haben wir das auch gleich. Ah, schon beachtliche Länge hier, ne? Also wie gesagt, das wird sich auf jeden Fall lohnen, das Zelt hier umzuflügen und dementsprechend dann zu dreschen. Sojabohnen oder so, sonstige Fruchtart. Na gut, nee, dann werden wir erstmal hier ein bisschen weiter knüppeln. Ja, wir werden dann auch demnächst auch wieder ein Livestream machen hier auf der Green River. Wann haben wir denn den denn? Weil wir haben ja die Termine ja schon festgelegt. Da muss ich selber mal gucken, weil ich weiß das jetzt gar nicht im Kopf. Green River, wann wollten wir die Green River machen? Freitag. Freitag wollten wir die Green River machen. Freitag um 20 Uhr. Also ich werde immer vorsichtshalber immer 20 Uhr schreiben in der Woche, weil wie gesagt, ne, aufgrund meiner Arbeit
kann ich immer nie wissen, wann ich Feierabend habe. Da kann immer was dazwischen kommen, gerade in der Speditionsbranche. Und da kann man nichts planen, sage ich mal, ne? Also in der Zeit, wo ich dann viel zu tun habe, sage ich mal, oder viel zu fahren habe. Und das ist in der Regel, ja, morgens, wenn ich anfange um 7 bis, sage ich mal, 16, 17 Uhr, ist ja immer gut zu tun. Und deswegen schreibe ich immer vorsichtshalber immer vorsichtig 20 Uhr hin. Ne? Das kann natürlich früher werden, das kann natürlich später werden, das ist immer unterschiedlich. Ne? Und wie gesagt, also das ist außer am Wochenende, da kann ich natürlich dann auch eine beliebige Zeit nehmen, ne, sage ich mal. Das ist kein Problem. Jetzt so wie am Samstag wollen wir, glaube ich, jetzt 15 Uhr auf der Baltic Sea einen Livestream machen. Oder auf der Gold Quest Valley, mal sehen. Weil Gold Quest Valley haben wir ja auch schon lange Zeit nicht mehr gespielt. Und da wollten wir ja auch mal jetzt mal langsam mal wieder mal drauf. Ja, ne, ich werde jetzt erstmal hier ein bisschen weiter knüppeln. Ja, das war es jetzt mal wieder für das Video. Dann ja, bedanke ich mich natürlich wieder fürs Zuschauen. Ihr könnt natürlich ein Like da lassen, auch gerne ein Abo. Würden uns natürlich sehr freuen. Da bleibt ihr natürlich immer auf dem Laufenden, ne, was unsere Karten hier betrifft. Wo wir immer hier die Let's Play zeigen, beziehungsweise auch ab und zu mal Livestreams zeigen. Und ja, Facebook-Gruppe könnt ihr natürlich beitreten, ne? Also diejenigen, die das jetzt zum ersten Mal sehen, ne? Also für diejenigen gilt das dann. Ist ja auch in der in jedem Video unten beschrieben, in der Videobeschreibung. Da sind ja dementsprechend die Links drin, ne? Also von der Facebook-Gruppe, Facebook-Seite und Discord und so weiter und so fort. Und von unserem YouTube Partner, das findet ihr denn auch die Links, da könnt ihr auch mal reinschauen. Ja, wie gesagt, ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen und ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis dann. Ciao, ciao.